Besser wird's nicht, okay. Wow. Wird gar. Mach schon. Mach wieder heißer. Eva möchte, dass ich mich verbrenne hier. Ah! Eva zerstört Danja bei der Pancake Art Challenge. Hey Leute, herzlich willkommen auf dem Spiel mit mir Kanal. Hi. Ich bin heute hier. Ich bin Kahn. Ja, du bist Kahn. Dafür bist du ganz eindeutig zu leise, Eva. Entschuldigung. Nochmal. Ich bin Kahn, oh mein Gott. Hinter der Kamera ist heute Felix, der hat uns nämlich ganz tolle Sommerbegriffe bzw. Urlaubsbegriffe aufgeschrieben, die wir jetzt auf diesem Pancake, ein Kreppeisen. Ein Kreppeisen. Ein Kreppmaker. Es wird schon warm, wir haben so eine Sonne von unten heute. Es wird warm. Wir dürfen nur 3 Farben verwenden. Wir haben 6 insgesamt? Ja. Okay, möchtest du die erste aussuchen? Wir wissen ja nicht, welche Begriffe wir haben, ja, deswegen kann das sehr... Nehm mal blau. Okay, das ist eine gute Urlaubsfarbe. Ja, ich habe gerade gedacht, wenn irgendwas mit Wasser kommt, bin ich schon mal safe. Falls irgendwas mit Rosa kommt. Ja. Ich nehme... Sie haben sich verbunden. Sie wollten beide mit. Sie wollten beide mit. Dann nehme ich grün. Ja. Gelb oder lila? Ich nehme lila, weil... Oh, das war dumm, ich hätte grün nehmen sollen. Ne? Okay. Gut vorbereitet, okay. Willst du dann den ersten Begriff ziehen? Ich schnapp mir den ersten Begriff, okay. Ein Zelt. Ein Zelt. Ein Zelt, okay. Ein Zelt. Ist das wohl schon heiß hier? Ich gehe einfach mal davon aus. Ich hoffe das. Ja. Ich weiß, ich kenne mich damit übrigens nicht aus. Okay. Das ist gar nicht so einfach. Was sind das für ein... Ach so, jetzt sehe ich... Ja. Ich habe es gerade gar nicht gerafft. Ne? Erst gar nicht. Jetzt mache ich die Tür und dann male ich das Ganze noch schön gelb aus. Ich habe sowas noch nie gemacht und ich habe jetzt schon Angst. Ich weiß nicht. So, ausmalen, ausmalen, ausmalen. Es muss jetzt natürlich gedreht werden und dann ist natürlich die Frage, wie es von der anderen Seite aussieht. Hm. Ist es nicht noch voll flüssig? Krass. Ja, aber nur halt der Teil, den ich gerade erst gemacht habe. Okay. Ah, ein bisschen muss ich es, glaube ich, noch lassen. Du hast da recht. Du entscheidest dann übrigens mit der Kamera, wer hier gewonnen hat. Werde ich es drehen? Werde ich es hinbekommen? Nicht mir das in bitte. Wer von uns ist heute Kahn? Also, das hat gut funktioniert. Malst du eigentlich auch ein Zelt oder malst du? Ich mal auch ein Zelt. Du malst auch in jede Runde gegeneinander. Okay. Ja, 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 ja. Ich mach das jetzt besser. Hoffentlich. Ich brauche so ein Stückchen Küchenrolle, damit ich das irgendwo ablegen kann. Ja. Okay, das ist meins. Mein Zelt. Okay. Ganz eindeutig. Ja. Hörst du gerne Zelten? Nee. Es ist immer so nass und klamm und... Ja, ich finde dieses Gefühl morgens beim Aufwachen ist... Alles andere daran ist gut. Ganz übel. Ja, ich mache das jetzt ja auch so mit dieser Tür. Das ist ein Iglu. Das ist ein Iglu. Ein Iglu-Zelt. Ja, aber es gibt doch auch diese, weißt du, diese langen? Oh ja, die gibt's auch. Diese großen. Diese Schlauchzelte. Ja, für viele Leute. Ja. So eins mache ich jetzt. Okay. Das hängt überhaupt nicht damit zusammen, dass ich gerade nichts anderes hinbekomme. Mhm. Das ist sehr interessant. Ja. Es geht, es geht. Also ich muss sagen, ich hätte mir das jetzt irgendwie einfacher vorgestellt. Das Ausmalen ist immer die große... Ja, das ist ja voll... Ja, also ich muss sagen, Zelten. Früher waren wir, glaube ich, relativ oft Zelten, aber ich da keinen... Ja, also das letzte Mal, wo ich Zelten war, es war auf der Ferienfreizeit. Es war so kalt, es war Hochsommer, es war Juli. Und es hat einfach nur geregnet, es war immer matschig, immer kalt. Und dann hast du beschlossen, nie wieder. Nee, ja, dann habe ich gedacht, nee, nee, das muss nicht mehr sein. Schön. Wenn du so Angst hast, dass dir das Wasser ins Zelt reinläuft. Und jetzt heben wir einen Graben aus, damit das Wasser abfließen kann. So, nein. Ach so, ich dachte, wir heben hier. Nein, wir heben hier keinen Graben aus. Okay, ich wollte gerade sagen, das war nicht so abgesprochen. Wie komme ich denn jetzt? Wie mache ich das? Ich mache mir wieder heißer. Eva möchte, dass ich mich verbrenne hier. Ah! Nein, ich will, dass das schön... Ach, dass das durchbackt. Dass das durchbackt, dass du doch schön runterkommst. Ah! Ah! Huch! Ich komme nicht gut da drunter. Yay! Yay! Es ist ein bisschen zerrissen, aber... Ja. Was ist denn das? Das ist ein bisschen spiegelverkehrt. Also... Okay, du darfst jetzt entscheiden. Ich bin angegessen. Nein, bitte entscheide schnell, es ist heiß und
war. Ich hab gewonnen. Ah, okay, 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 das, oh, Entschuldigung. Ich hab den Punkt schon. Oh, okay, gut. Dafür habe ich das jetzt hochgehalten. Mhm. Voll schön geworden bei mir. Ich weiß gar nicht, was du hast. So viel Traurigkeit. Und es ist gut. Eis. Eis, perfekt. Ja, ich fange auch gleich an. Du darfst anfangen. Ha, da bin ich, glaube ich, gerade ganz gut drauf mit Jam Orange. Und ich stelle mir das, glaube ich, na wohl, ich glaube, das ist nicht so schwer, oder? Eis. Also so eine Eiswaffel werde ich ja wohl noch schaffen. Mhm. Und dann gibt es bei mir Schlumpfeis. Schlumpfeis und Blaubeereis. Gibt es das hier auch Schlumpfeis? Ja. Oder ist das sowas, was nur ich in meiner Kindheit mir... Nee, das gibt es hier auch. Sehr gut. Und Aprikose. Ja. Das ist gut, dass du das sagst. Ich hätte jetzt sonst, keine Ahnung, Mango oder so gesagt. Aber Aprikose ist auch gut. Aber ich finde, das ist gar nicht schlecht geworden. Ich finde, das ist gar nicht schlecht geworden, auf keinen Fall. Oder? Also hier mal an der Stelle. An der Stelle mal ein kleines Lob schon mal. Okay, ich muss mir was überlegen. Ich habe blau, rosa und gelb. Ich würde essen. Das ist ein Gütesiegel. Das ist okay. Besser wird's nicht. Okay. Das, wow. Das ist... Meinst du, ich kann mein Zelt schon essen? Eva hat jetzt schon längst gegessen. Ach ja, du hast bei der Punktevergabe. Das ist schon passiert. Es eskalierte irgendwie schnell. Oh, das ist total schlau. Oh, ich kann ja nur wieder einpacken. Ja, ja. Hungrige Menschen hinter der Kamera. Und auch vor der Kamera. Ja. Nein, das ist total schlau mit dem Muster. Ich hatte mehr Zeit zum Nachdenken. So. Das ist meine jahrelange Pancake-Challenge-Erfahrung. Mhm. Die macht sich hier bezahlbar. Aber deine Kugeln sind sehr... Sehr groß. Ja, und Ausla. Also die, aus, ist, ja. Die ist schon stark im Sommer. Die ist sehr gut am Schmelzen. Ich muss irgendwas finden. Ich war letztes Jahr, wo es so heiß war, war ich an der Eisdiele und die sagten mir, wir können ihnen nur noch zwei Sorten anbieten, alle anderen sind geschmolzen. Was? Oh Mann. Oh, es ist nicht so schön gedacht. Aber es ist trotzdem voll gut. Ja. Also man erkennt es ja. Man erkennt es. Ich hatte es mir eigentlich besser erhofft. Oh. Ah. Oh. Ich glaube, das ist durch. Ich mache ein frohes Essen. Ich weiß, mein ist heiß. Ja. Oh, ist das heiß? Ja, ich bin warm, ne? Wer hat gewonnen? Feeling. Oh, heiß. Dankeschön. Es war die Waffel. Ich zieh meinen nächsten Begriff. Koffer! Oha. Koffer. Klaut sich einfach ganz eiskalt. Eiskalt wird hier gegessen. Eis geklaut. Ich mal hier schon mal den Koffer auf. Es ist übrigens alles die gleiche Geschmacksrichtung. Ja. Ich meine auch einen schönen rosa Koffer. Finde das unfair. Sonst bin ich immer gut in Malen-Challenges. Kahn! Oh mein Gott! Kahn wird das wahrscheinlich nur da drauf schmeißen. Da wäre wahrscheinlich schon eine Flasche durch die Gegend geflogen. Ja, ist wahrscheinlich. Ich hoffe, ich bekomme das gedreht. Warum nicht? Ach so, wegen dem. Neben dem. Ich habe das da oben sehr. Ja, wenn es abreißt, dann habe ich ein Problem. Jetzt kommt die Spannbarkeit. Boah, ich raste aus! Oh. Geschafft! Und er hat sogar so Streben drin. Das ist so ein pinker Metallkoffer. Wie soll ich das denn jetzt machen? Wie soll ich das denn jetzt toppen? Oh, das was gibt's denn noch für schöne Koffer? Ich lebe schwer, wirklich. Es hängt. Oh, kaputt. Ich muss es wieder flicken. Der hat dann ja sowas hier. Ey, warum tropfen das so? Sei froh, dass es nicht ausläuft. Das habe ich nicht bestellt. Warte mal. Und dann hat der doch immer so Scharniere. Und dann fülle ich das noch aus. Oh Mann, das wird doch hier schon wieder Käse. Eva, kannst du mir den Oh ja, ich gebe dir unser Drehgerät. Ich wollte Bänder sagen, aber Drehgerät. Auch gut. Der Drehgerät? Geht gut. Oh, der ist schön. Oh. Danke. Aber ich finde ihn schön. Es ist fast abgefallen. Ich habe es aneinander geflickt wieder. Es hält so an zwei Teigkrümeln. Huch. Oh, nicht kaputt machen. Nicht einmachen. Was meint ihr denn jetzt? Ah! Oh Gott. Oh nein! Nicht zu Hause nachmachen.
Es hält wieder! Es ist wieder stabil! Tut mir leid. Boah, ey. Ein pinker Metallkoffer. Eva zerstört. Ja. Eva zerstört dann ja bei der Pin-Cake-Out-Challenge. Ja, das sieht okay aus. Ein Drink. Ein Drink. Ein Drink. Ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Mann, ich habe nicht meinen Koffer hingekriegt. Das ist ein Viereck. Das ist eine Eiswaffel. Nein, warte, gib dem Kind Zeit. Oh, okay. Das ist doch ja top. Der Drink ist blau mit Schlumpfgeschmack. Wie viele Schlümpfe für dieses Video ihr Leben lassen mussten. Und dann hat wie Gargamel. So, das ist das Schirmchen. Ey, also ihr könnt ja sagen, was geworden, aber das seid ihr schön. Echt nicht schlecht geworden, ne? Und hier noch eine Kirsche. Ja. So. Naja. Naja. Nee, ich habe keinen. Naja. Ich habe keinen Pink. Aber ich finde, das ist jetzt gar nicht so dramatisch geworden. Nee, das ist... Ich habe nur echt Angst vorm Umdrehen. Kann ich? Ja, ich glaube schon, oder? Das ja. Kann ich doch. Oh nein! Jetzt ist er genau an der Stelle kaputt. Es ist jetzt ein... Er steht nicht mehr. Es ist kein Stehcocktail, es ist ein Tragecocktail. Man muss ihn immer rumtragen. Hier wird repariert. Ich kleb dich, okay? Trick 17. Erledigt. Lifehack. Geht euer Pancake kaputt bei der Pancake-Art-Challenge? Macht einfach noch ein Pancake-Gedöns drauf. Ich glaube, ich akzeptiere es jetzt. Okay. Ich akzeptiere es jetzt einfach so. Was abfällt, was nicht abfällt. Du musst damit leben. Ich lebe damit. Was ist schön geworden, oder? Nicht schlecht auf jeden Fall. Eva, dein Drink. Hau raus. Hä? Er wird in einer Ananas serviert. Von mir gibt's heute einen Drink, serviert in einer Ananas. Ich mach die Ananas aber genauso wie das, wie die Waffel. Hier kommt noch so ein bisschen Grüngedöns dran. Ja, genau, ne? Meine Ananas hat ja grüne Blätter. Ach, das ist ein Strohhalm, das ist voll schlau. Der geht auch nicht so kaputt. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen warten. Das Grün könnte ich hier noch ein bisschen mehr. Und wenn ich jetzt mehr drauf mache, dann dauert es noch länger, bis er gar ist. Er muss ja gar werden. Werd gar! Mach schon! Mein Pancake macht übrigens Geräusche. Er macht so kleine Fiebgeräusche. Das ist neu. Beim anderen hätte ich jetzt auf die Schlümpfe geschoben, aber nein, die Schlümpfe können es nicht gewesen sein, glaube ich. Nein! Hey! Nein! Ja! Nicht. Geh wieder zusammen. Nein. Echt jetzt? Das war dein Mitleidspunkt für mich. Hey, ich hab echt den Punkt gekriegt. Ja. Ich hätte auch einen blauen Drink gemacht. Endlich einen Punkt. Siehst du, er hätte auch einen blauen Drink gemacht. Mhm. So. Ich fand's gut. Dann haben wir die falschen Farben. Dankeschön. Ihr könnt ja auch mal zwischendurch in die Kommentare schreiben, wer ihr findet, hat in jeder Runde gewonnen. Das würde mich schwer interessieren. Auf jeden Fall. Wir können noch eine Zuschauerabstimmung starten. Ein Hotel. Was ist da eigentlich mit dir? Wieso schreibst du da Hotel drauf? Wie? Wollen wir was anderes nehmen? Nein, wir nehmen jetzt das Hotel. Ich nehme das so, wie es kommt. Okay. Das ist ein Haus. Das ist das Haus von Nikolaus. Aber in 3D. So. Oh. Da habe ich ein bisschen. Ich wollte gerade sagen. So funktioniert das nicht. So, das ist ein Rasendach. Das ist ein Hotel mit Rasendach. Das ist gut. Und wie kannst du das immer so schnell ausfüllen? Ich drücke. Ich wende. Ja, aber das mache ich doch auch. Das hat rosa Wände. Und vielleicht, ich könnte jetzt gucken. Aber wo gucken denn die Gäste da raus? Die haben keine Fenster. Die können nur aufs Dach. Es gibt keine Fenster bei meinem Hotel. Da checke ich nicht ein. Ist ein bisschen unheimlich, das Hotel. So,
So, was ist das? Der Volleyballplatz? Grabsteine. Nein, es ist sehr morbide hier. Das werden Palmen. Ach, Palmen, ja, das ist schlau. Die bestimmt gleich einfach wieder abfallen. Da kommen noch mehr Palmenblätter dran. Ans Hotel? Ans Hotel, ja, ja, die wachsen da oben drauf oder dahinter. Gibst du Mühe? Ich gebe mir sehr viel Mühe, es ist sehr kreativ. Ich glaube, das wird gleich in sich zusammenbrechen. Das glaube ich allerdings auch. Ich hoffe, dass wir ein bisschen. Dann habe ich ein bisschen Hoffnung. Aber ich habe ja schon 3 Punkte, deswegen. Oh, ich kann gar nicht mehr gewinnen. Du darfst gar nicht mehr gewinnen. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Okay, Eva? Nein! Ja! Wow! Es ist kaputt gegangen. Aber nicht an der Stelle, wo ich dachte. Ja, ich dachte, die Palmen gehen. Aber hey, so als Hotel. Sieht das mit einem Haar drauf, damit man weiß, dass es ein Hotel ist. Wie bei den Emoji-Hotels. Ja, stimmt. Weiß man. Es sind Palmen da, es ist ein Rasen da, es ist eine Eingangstür da. Ja, 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 ja. Ich wollte es nur verkaufen. Wunderschön gemacht. Das aha. Ist wunderschön gemacht. Ja. I can do it. Oh. Oh, es ist ein Viereck. Oh. Fantastisch. Meine Gäste dürfen rausgucken. Tatsächlich. Bei mir inzwischen auch. Und wir haben noch eine Glastür. Guck mal, ich habe auch Fenster. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht aus dem Konzept. Jetzt fallen hier schon die Sachen um. Ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen. Doch, du hast mich aus dem Konzept gebracht. Okay, warte. So. Hier siehst du, bei dir geht es viel schneller. So, und dann. Oh nein, oh nein, oh nein. Was ist das denn jetzt? Was denn? Ich wollte da ein Haar hinmachen. Ich dachte gerade, du wolltest es einfach ausmalen. Ich dachte, irgendwas wäre mit dem Teig. Die Flasche wäre leer, oder? Nein. So. Nee, ich mache jetzt hier noch so ein Dach. Dach. Und da kommt jetzt ein Haar hin für Hotel. Ich nehme das jetzt hier voll ernst. Das ist. Und bei mir. Warte. Nein, halt. Stopp. Bei mir gibt es einen Pool. Mhm. Brillant. Oder? Absolut brillant. So. Und jetzt bin ich gespannt, wie das umgedreht aussieht. So. Yes. Ja! Voll gut, ist nicht kaputt gegangen. Danja macht Pancakes wie andere Fußball gucken. Brillant. Ich habe Fenster. Ich habe auch Fenster. Ich habe sie nachträglich reingedrückt. Ich habe Palmen. Aber hier ist auch die Frage, zählt das oder zählt das nicht? Ich finde hauptsächlich meine Palmen schön. Jetzt so. Letzte Entscheidung. Also, das ist das Palmhotel. Meins ist das Poolhotel. Yay, 4-1. Eva zerstört dann ja. Es lag nicht an den Fenstern, ich hätte es auch ohne die Fenster. Okay. War schlecht. Das ist halt einfach sehr, sehr schön gemacht. Ja, es ist wirklich schön geworden. Dankeschön. Dankeschön. Wenn ihr es gerne noch mal sehen möchtet mit Kahn und Bianca, schreibt es in die Kommentare. Ja. Dann komme ich nur vorbei und bewerte das Ganze. Auch eine gute Variante. Das ist wie beim Geschenke einpacken. Da trete ich nicht gegen Leute an. Niemand tritt gegen dich an. Niemand tritt gegen mich an. Ja, Leute. Habt ihr schon mal so eine Pancake-Art-Challenge gemacht? Würde mich mal interessieren. Und wie lief das bei euch? Eher so wie bei mir? Oder eher so wie bei Eva? Uns hat es heute auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann! Tschüss! Ciao.